Das ist eigentlich auch eine Idee. Finde ich lustig. Wie so eine Küchendurchreiche hat man gleich eine Hausdurchreiche. Ja. Ha, I did it. Läuft wieder alles. So, da komme ich wieder rein. Das war richtig. Das war, ich hoffe. Ja. Let's go. So, sollte wieder alles funktionieren? Ja, es geht wieder alles. Juhu, ich kann wieder schreiben. So, und jetzt liest du das bitte vor. Laut und deutlich. Nee, nee, nochmal von vorne, du hast das erste Öl vergessen. Summoner! So, ich brauche Holz. Ich möchte nicht die Einzige sein, die leidet. Die Zuschauer sollen es auch. So, was nehmen wir denn für Holz? Also wir haben hier überall... Okay, okay. Also soll das jetzt hier noch eine zweite Etage sozusagen sein? Und da dann das Dach oder das hier schon ein Dach? Das ist schon das Dach. Das ist schon das Dach mit Lager und hier eine Terrasse halt. Ja. Dann muss ich schauen, wie ich das auf einmal so hochbekomme. Ach so, ich dachte, du machst auf das Lager ein Dach drauf. Ja, mache ich. Ich baue das Dach nur kurz vor. Ah, okay. Oder nee, warte. So. Nee, dann kann ich es ja nicht anschließen. Ich muss ein Spitzdach machen. So, ich bin mal kurz AFK, wenn es recht ist. Jo. Tiere wollen gefüttert werden. Jetzt ist, was soll man machen? Bis gleich. Bis gleich. Bestimmt, ist ja bloß kurz. Kurz wird erreichen. Ah, ich. 1, 2, 3, 4. So, den 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, nee, halt hier sind noch 3. Ja. Achso, hier geht's hoch. Ja, gut. Dann mache ich dich die mal. Was machst du da mit Dschungel? Was? Oh, jetzt wollte ich wieder Rentiere. Ich wollte mal gucken, weil ich wollte hier mal jetzt gucken mit so einer Wand bauen. Was so holzmäßig so schön dazu passt. Mhm. Ob das überhaupt passt? Da hat mir irgendjemand geschrieben. Mal kurz. Nuru. Ich hätte die Peite schon ganz geil aus. Ja, das sind die einzigen beiden. Meine Frage. Also, ich hoffe ja schon beides was. Na, ich würde eher an Ziegel denken. Also das Rechte. Ja, das Rechte. Weil die Ziegel passen irgendwie noch ein bisschen mehr an die Steinziegel. Ja. Ja, dann kann ich halt die Cobblestone später nutzen, um dann noch ein paar Akzente zu setzen oder so. Jo.
So. Ziehen wir erstmal blanke Wand rein. Spitzdach mit einem Wellendach zu verbinden. Warte, oh Gott, das wird spaßig. Ich glaube, das hat was nicht. Eieieiei. Ich weiß eigentlich. Also wenn du Bock hast, Geheimgänge zu bauen, hier ist eine super Stelle. Ja, stimmt. Also zumindest baue ich sehr gerne hier Keller. Also da kann man natürlich schon so ein direkt unterirdisches Minennetz etablieren. Ja. Wenn man hier hinterm Haus. Die Frage ist, auf welche Höhe macht das Ganze? Hier ist der Eingang, also kommt das 3 hoch. Ja, okay. Das heißt, dann guck mal so. Ja, doch, das sieht gut aus. Dann ist das viel höher. Das heißt, dann kommt hier auf die Höhe. Welcome back! Thank you! So, Eichen, ja, etwas hochauflösendes. So, Ich, das ist das einzig hochauflösende, dann probieren wir das doch mal. Ja, ich weiß ja nicht. Eieiei, das wird jetzt spannend. Ne, mit der Textur bin ich nicht zufrieden. Das sieht komisch aus. Das klappt. Müsste ja aber eigentlich. Irgendwie richtig fett aus. Also das da. Felderin, ich habe auch Gefühle. Bitte nenn mich nicht so. Ich habe nur drauf gewartet. Ich auch, ganz ehrlich. Also. Schwarzeichenholzplatte, okay. Na gut. Ja. Sag mal. Was tickt denn bei dir nach oben? Ich guck gerade, welche von diesen Holzplatten mit diesen höheren Auflösungen gut wirken, aber irgendwie sehen die beide aus wie Texturfehler. Also gerade dieses Dark Wood, das sieht einfach aus, wie als wenn da irgendwie so eine Textur langgezogen wurde. Oh mein Gott, das ist wie ein verschmierter Barcode. Ja! Das ist einfach so ein Glitch in der Matrix. Ja. Also ich wusste es, Neo hat recht. Warten wir dann hier auf Morpheus oder bauen wir erstmal weiter? Ich sag dir immer wieder, du darfst mir nicht solche Vorlagen geben. Das ist ungesund. So. Das ist doch ein wunderschöner Fußball. Mit dem kann man doch definitiv arbeiten. Wer weiß. Das passt doch farblich sehr gut ins Konzept. Ja, ich glaube, ich habe ich habe mein Zielholz gefunden. Das sieht absolut grandios aus. Geht das so? Kann das? Ja, und in der Mitte würde ich kein Dach hinmachen. Hier, was? Sondern den so lassen. Das hat was. Finde ich. Ja. Dann halt hier noch natürlich eine Ja. Oder? Just perfekt.
Heronix? Oh mein Gott. Oh. War mein Fußboden zu schön, oder wie? Nee, ich hatte einen richtig schlechten Empfang. Ah. Oh. Oh Gott, nee, bitte, ich mach das gut. Ich meine, die Farbe ist eine einzige Katastrophe, aber wenigstens hat sie hier eine schöne Holztextur. Auch wenn die Farbe natürlich überhaupt nicht passt. So. Aber so von der Textur her ist das so genau das was ich mir wünschen würde. Nur halt nicht in rosa. Friendly fire, enemy killed. Aber im Cherry Blossom Video auf meinem Klonia Server passt das richtig gut. Ach, guck mal, hier gibt es auch noch so als helles Holz, als Birkenholz. Ah. Das wäre doch dann noch eine Option. Das finde ich auch. Ja, doch. Das schick geworden. Wenn Sie mal gucken möchten, Herr Onyx. I'm coming home! Wo? Ah? Das war das andere Haus, aber scheiß drauf. Die sind halt ineinander gewachsen. Eben, das ist ja. Das sind siamesische irgendwas. Siamesische Häuser. Oh. Mit der Terrasse hat was. Auf jeden Fall. Guckt man auf ganz andere Bauideen noch. Dann würde ich das aber so machen, dass man hier nochmal sowas sozusagen langzieht. Eine Umrandung. Genau, also eine Umrandung. So. Und dann weg. Ja. No? Mhm. Macht schon einen gemütlichen Eindruck. Ja, und dann zum Hochgehen, dann noch die Leiter und. Na, wie nennt sich's? Falltür dran. Dann hat sich das. Tja, dann müssen wir nur überlegen, ob wir hier dann vor dem Balkon irgendwie noch so ein bisschen begrünen. Also so mit Blumenwiesen oder Bäumen oder irgendwie sowas. Damit es quasi auch was gibt, was man. Also wo man hingucken kann. Ja, es gibt die Blumentöpfe. Ja. Nee, ich meine jetzt hier außerhalb des Dorfes. Genau. Außerhalb der Wall. Ja, okay. Oder so ein kleines Blumenfeld. Ja. Ja, genau, sowas. Oder man könnte es vielleicht so ein bisschen moderner machen, dass man hier nochmal Gras hinsetzt und da nochmal Pflanzen drauf wachsen lässt. Ja. Das, ja, auf jeden Fall. Das stelle ich mir schon vor. Okay, dann lasse ich das mal. So. Wie viel Zeit haben wir denn noch, Ronny? Also wie gesagt, also jetzt gerade ist Viertelstunde vorbei, also noch eine, also ja, wie gesagt, immer zu halb Stunden Zeiten. Okay. Ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich die Folgen schneide, kann ich so auch ein bisschen strecken und stauchen, also letztendlich können wir jederzeit Feierabend oder Pause machen, also. Okay. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Ja, aber mit dem Haus werden wir jetzt auf jeden Fall fertig, würde ich sagen, also. Das klappt. Inneneinrichtung, ja, können wir ja schon mal anfangen. Genau. Vielleicht aber erstmal, dass wir die Häuser fertig machen und uns dann um die Feinheiten kümmern. Ja, genau. Tja, also das mit diesen Stonebricks, das sieht zwar vom Nahen ganz geil aus und so, auch wenn ich noch keine Textur, also nur die Wand ist. Das Problem ist natürlich, wenn du weiter weg gehst, dann wirkt es halt schon irgendwie sehr abstrakt. Das verwischt sich immer so ein bisschen. Genau. Das verschwimmt, als würde sich das bewegen. Das ist schon etwas, ja. Hi.
glaubte nämlich mal doch lieber auch eher so gröbere Steinziegel. Dann macht das mit den Stonebricks nicht wirklich viel Sinn. Boing. Was haben wir denn da so alles? Gibt es rosa Stonebricks? Nee. Also das Dach der Terrasse ist breiter als das Dach des normalen Hauses, aber ja, ist egal. Verseuchte Steinziegel? Verbirgt ein Silberfischchen? Ach so, ja, wenn man das in Survival abbaut, kommt dann Silberfisch raus. Das ist oft im Endportal. Ist denn das Dach okay, Sakura? Oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Das sieht doch gar nicht. Warte mal kurz. Oh, jetzt habe ich das Holz weggeworfen. Lol. Das kann alles weg. Ich würde hier vielleicht hier unten bei den Fenstern würde ich trotzdem hier sowas machen. So? Nein, so. Ja. Wie gesagt, das würde ich komplett offen lassen, würde ich auch keine Tür machen. Es ist ja so gesehen geschützt. Ja. Okay. Ja, dann. So, was ich machen muss, ist hier die Fenster von. Oh, ich hätte vielleicht eine Idee für die Fenster hier oben. In dem Haus hier. Also entweder halt ganz normal die Scheiben oder dass man so ein bisschen das hier reinmacht. Ja. Also von außen oder auch so nach innen. Ich würde aber eher nach außen das klappen. Ja, das passt vom Stil her besser. Und dann an den Seiten könnte man, weiß ich nicht, wo das offen ist, entweder Glas oder halt auch diese Dinger. Ja, wenn dann komplett rundherum. Okay. So, okay, das erste Haus ist schon mal von Anni. Noch habe ich meinen Spruch noch nicht zu Ende gebracht. Noch ein Spruch ist gebrochen, ja. So, fertig. Von außen. Jetzt aber wirklich. Sieht schön aus. Ja, auch schön hell die obere Etage. Ja. Unten kann ich mir schon vorstellen, wo man Kochbereich einrichten kann. Ja, kleine Essecke. Genau. Genau, so dachte ich mir das auch. Ja. Und trotzdem ist noch oben immer noch Platz, dass man Schornsteine irgendwie ziehen könnte. Ah, die Leiter. Entweder Leiter oder nochmal so eine Treppe. Na, ich würde eher sagen Leiter. Ja. Ja. Dann würde ich das aber hier in die Ecke, glaube ich, machen. Oder? Oder eher so auch an. Oder man macht es hier nebendran. Jetzt habe ich die Ecke gepackt. So geht. Kommt hier so die Tür rein. Achso, machen wir jetzt eigentlich die Tür immer nach innen oder nach? Ah, okay, nach innen. Okay. Ja, okay. Ja, mit
den Crack ist auch ganz cool. Ja, nein, also ich. Eben so ein bisschen Akzent muss bei mir immer sein, so. Ansonsten ist halt so. Ja, ist halt. Muss halt irgendwie so. Ja. Muss halt irgendwas. Ich richte mich nach den groben Vorgaben des Server-Eigentümers. Aber ansonsten, ich habe auch gerne mit den. Dieses Crack gibt's auch Blackstone. Das hat noch richtig Flair. Und davon gibt's zwei Varianten, glaube ich sogar. Achso, ha. Und ich würde vielleicht das so machen, dass was tue ich hier? Dass man hier unten, wenn das Haus so lang ist, dass man hier so ganz ab und zu mal. Ach so, ja. Muskelball macht. Also wenn das halt sehr, sehr tief wird, das Haus. Ja, stimmt, das kann man tatsächlich machen, ne? Ich habe hier bei meinem Haus auch so eine Stelle, die ein bisschen weiter runter geht. Kann ich das hier auch da machen? Ja, kannst du vielleicht hier an der Seite oder auch an der anderen. Ja, genau, hier so. Genau, die hat dann Seiten. Was wie bei einem Gemälde von den letzten Pinselstrichen. So, da noch ein Tüpfelchen und da noch ein Tüpfelchen. Ne, aber genau so ist ja eigentlich instant. Das ist so baue ich gerne, dass ich erstmal so Grundriss baue und dann immer wieder gucke, wie. Ja, also wie gesagt, ich baue sowieso immer ohne Plan. So, ich mache mir da nie groß Gedanken. Und so, eben baue ich so ein bisschen drauf los und wenn ich dann merke, okay, ja, das gefällt mir so und so, dann doch eher besser oder, ne, dann. Nehme ich halt den Pinsel und breche ihn durch. Nee, andersrum. Was? Ja, man muss aber nur aufpassen, weil man kann immer noch alles verschlimmbessern. Ja, ja, ja. Das ist wohl wahr. Ja. So, okay. Jetzt hier noch eine Stelle relativ tief. So. Diese Rentiere. Wir haben auch jetzt schon jede Menge Füchse hier. Und ich weiß nicht, was das ist. Ich kann es nicht einschätzen. Das hier. Das ist eine Ratte. Offiziell. Du hast neben dem AKW gewohnt, kann das sein? Der ist nicht tot. Jetzt immer noch. Okay, anscheinend ist keine Ratte. Wenn es sich tot stellen kann, dann würde ich eher sagen Opossum. Oh, es ist tot. Ups. Mal schauen, was das ist. Ja, es gibt ein Opossum, warte. Ja, da ist ein Opossum. Gut geraten. Oder gut gewusst. Toink. So. Ja, das sieht doch schon mal. Oh, halt. Ah, okay, das ist natürlich ein bisschen. Gut, die. Geht doch nicht? Verseuchte. Nee, das gar nicht mal, sondern dass man die halt von innen auch sieht. So. Nee, also mach's lieber immer, wenn die sehr tief sind. No.
So, jetzt kommt die Frage aller Fragen. Fenster. Wer braucht die? Alle Kellerkinder sagen nein. Nein. So, kann ich hier... Die Sonne ist ja viel zu hell. Und, Aber sowas von. Vitamin D3 auffüllen dank Zocken reicht. So. Ja, dann haben wir von außen schon mal zwei Häuser fällig. Ja, fast drei. Stimmt. Naja, meinst du ja doch ganz weit am Anfang. Ist ja hier. Ja, du hast ja. Was sind das? Ist das Dschungel? Ich hab keine Ahnung. Ich guck mal kurz. Also wir haben jetzt Fichten benutzt. Ja, aber Dschungel geht auch, glaube ich. Doch. Na, man kann ja die Häuser so gruppenartig machen. Also, dass immer so eine Gruppe mit Pine gemacht ist, eine kleine Gruppe mit Jungle Tree. Dann hast du auch wieder ein Muster drinne. No. Irgendwas Wiederkehrendes und dass es, ne? Dass es auch wieder zum Gesamtkonzept passt. Würde ich jetzt so sagen. Gut schön. Ansonsten rechne ich jetzt mit der Aufnahme auch fast eine halbe Stunde. Also, wenn Bedarf besteht, können wir dann jetzt auch für heute erstmal Feierabend machen, langsam. Ja, können wir machen. Deswegen ja, mittlerweile spät. Ja, das stimmt. Lange. Aber ja. Aber wir haben ordentlich was geschafft, eigentlich. Würde ich mal behaupten. Neben dem ganzen Quatsch und Unfug reden, wo wahrscheinlich jeder erstmal eine Runde Ibuprofen braucht. Da ist es mal von Vorteil, nicht auf der Zuschauerseite zu sein. Man verursacht die Schmerzen, man bekommt sie nicht. Gleich einfach diese Glaspaints, ne? Genau, einfach klar. Wenn du magst, kann ich dir helfen. Ups. Was jetzt kommt ein bisschen Licht rein. Ich meine, gut, wenn hier irgendwas reinkommt, dann Licht, weil Dach nicht da, aber gut. Ach, das denken wir uns. Ja, das denken wir uns. Gut schön, jetzt erstmal als Grundgerüst, so mit dem Fußboden erstmal ganz in Ordnung. Ja, dann würde ich mal sagen, dann soll es das mit der Folge erstmal gewesen sein, auch wenn jetzt die letzten vier Folgen ohne Hören waren, aber gut, vielleicht ist ja dann nächstes Mal wieder mit da. Oh, und dann sieht man sich zur nächsten Folge dann wieder. Tschüss.